Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Ja, ist klar. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Ja, ist klar. Okay, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Nein, Spaß. Hier nochmal ein kleines Einführungsvideo über diese Disk-Systematik, um Menschen einfach einzuordnen. Zwei Dimensionen des Verhaltens. Menschliches Verhalten ist natürlich irre vielschichtig, aber um Menschen schnell einschätzen zu können, müssen wir es bewusst vereinfachen. Wir haben dementsprechend zwei Dimensionen. Die eine ist, wie sach- und ergebnisorientiert sind die Leute. So eine Reihenform wäre Mr. Spock aus der Raumschiff Enterprise-Serie, aber den gibt es natürlich in Wirklichkeit nicht. Wir sind alle Mischformen. Am anderen Ende des Spektrums sind es Leute, die menschen- und beziehungsorientiert sind. Das heißt, denen geht die Beziehung, denen geht der Mensch vor das Ergebnis. Auf der horizontalen Ebene ist der Grad der Extraversion, das nennen die Psychologen bewusst extravertiert, nicht extrovertiert. Soll heißen, das sind Menschen, die aus dem Miteinander mit anderen Menschen ihre Energie beziehen. Introvertierte Menschen dagegen heißt nicht in dieser Definition, dass es Menschen sind, die keinen Spaß verstehen oder auf Partys alleine dastehen und keinen Witz erzählen können, sondern es sind Menschen, die zum Energieauftanken alleine sein müssen. Die beziehen ihre Energie aus sich selber. Okay, das hinterlässt uns mit vier Grundtypen: dem roten, dem gelben, dem grünen und dem blauen. Der rote Typ ist fordernd, entschlossen, willensstark, zielgerichtet, sachorientiert. Kunden, die so auftreten, bemerkt man sehr früh. Die sprechen einen an, die wollen was, die versuchen, den Prozess zu bestimmen. Die gelben, sonnengelben, die sind umgänglich, enthusiastisch, offen, machen Späßchen, sind überzeugend, redegewandt. Die erdgrünen sind vertrauensvoll. Die brauchen aber auch länger, um Vertrauen zu fassen. Die sind ermutigend, mitfühlend, geduldig, entspannt, auch langsam, könnte man sagen. Die Blauen sind vorsichtig, präzise, besonnen. Die hinterfragen alles 100-mal. Die sind formal. Das sind so die berühmten Lehrertypen, die Möbelverkäufer so hassen. Warum hassen Möbelverkäufer die? Weil sie selber halt anders sind, ne? Wir haben die benannt, den roten, den Direktortyp, den sonnengelben, das ist der Entertainer oder die Entertainerin, der erdgrüne ist der Unterstützer und der blaue ist der Controller. Dementsprechend die Arbeitsstile von den Leuten. Ja, der rote sagt, lass uns aufhören zu schwatzen und endlich anfangen. Der Gelbe, der redet, wuselt rum, macht irgendwas. Der Grüne, der muss erstmal fragen, wie geht's dem Baby, wie geht's deiner Mutter, wie fühlst du dich nach dem Meeting gestern? Der würde nie fragen, was ist bei dem Meeting gestern rausgekommen, sondern welches Gefühl hat dir das gemacht? Und der Blaue sagt, alles perfekt organisiert für meinen spontanen Vortrag. Okay, soweit alles klar.